So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Anno Fester Geier. Was für ein Part, das steht ja alles dann in dem Dings oben drin, im Titel. So. Gucken wir mal. Die Stände sind nicht mehr hier drin. Aber bei dem sind sie noch drin und bei dem sind sie auch noch drin. Okay. Das sind eben so die Sachen, die wir jetzt nach und nach weiterbauen. Oh, scheiße, Gleister. Weiter wieder nach oben bauen müssen. Abreißen die ganze Sache hier. Das heißt, eine Reihe noch an Häusern. Hier so ein Viereck. Und weiter können wir auch nicht bauen, glaube ich. Das war's dann. Ja, machen wir schnell mal noch eins weiter, damit wir ja hier alles fertig bauen können. So. Jetzt sind wir hier eins hingegangen. Haben die Linien gebaut. Oh. Und dann kommt die Brauerei mit 8 Holz. Schönheit ist kein Hexenwerk. Meine Tinkturen helfen der Natur etwas nach. Schönheit ist kein Hexenwerk. Tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel. Der Natur etwas nach. Tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel. So, das Wirtshaus ist das erste, was gebaut wird. 60 probieren. Das ist natürlich schon eine gewaltige Menge. Und wir müssen immer noch in Richtung Plus kommen. Damit ja die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen. Genau, so, doch richtig. Kann man glaube ich als richtig bezeichnen. Essen ist auch noch genug da. Im Notfall, wir haben ja hier noch auf dem Schiff was, das laden wir erstmal ab. Und das ist alles weg. Oh. Captain! Mein Captain! Haben wir, haben keine genommen, okay. Wo ist der Rest der Welt hin? Ach, guck mal, hier sind sie. Das ist Schiff Nummer 1. Hier ist Schiff Nummer 2. Und ich weiß, so später tun sie sich, glaube ich, hinten auch noch einnisten. Soweit ich noch mich erinnern kann. So, und noch die Kapelle. Wie habe ich das hier vorne gemacht? Also nachdem das Wirtshaus vorbei ist, bin ich hier wieder runtergegangen. Okay. Und hinterm Wirtshaus wird zugemacht, so es geht. Dieses Tränklein gegen die Pestilenz des Leibes. Ja, es ging die Pest helfen. Schönheit ist kein Hexenwerk. Meine Tinkturen helfen der Natur etwas nach. 2, 1. Zeigt nicht, okay. Wir müssen eigentlich mal hier vorne das noch erweitern. So, und jetzt gucken wir mal, jedes Haus außer das hier unten hat bisher Alkohol. Das müssen wir jetzt alle ein paar Meter auch mal wieder erneuern, also ich glaube hier so mal. Das werden wir dann später noch mitkriegen.
Aber wie wär's denn, wenn wir noch eine neue Farm bauen, da die Farm ja Alkohol produziert. Das ist, glaube ich, mal nicht schlecht. Noch eine Farm mit nur Alkohol zu machen. Auch wenn uns irgendwann mal das Essen dann fehlt. Aber das ist mir im Moment ist mir das noch egal. So, hier werden wir auch mal die Wege mit der Mamba, genau. Ja, guck Mamba, hey, hier. Ja. Oh. Wir sind noch 100, nur noch 110 im Minus ungefähr. Das ist sehr gut, würde ich sagen. Aber das Sonnenschiff, das brauchen wir im Moment hier noch nicht. Erstmal hier so die Geraden ziehen. So. Hier natürlich nicht, weil ich nicht weiß, was hier hinten noch hinkommt. Und dann können wir hier unsere zweite Hausreihe mal aufbauen. Oder zweites Hauseck, oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Ja. Und die Straße können wir auch durchziehen jetzt. Also durchziehen bis hierhin machen wir. Super, also mir gefällt es bisher. Uns fehlt natürlich noch ein bisschen was an Geld, aber das kriegen wir auch noch hin. Ah, hier müssen sie mal abtransportieren. Gut, so. 98 minus. Das ist sehr gut. Ah ja, wir können uns eine Saline haben wir noch nicht. Wir haben noch kein Salz. Freigeschalten. Das wird irgendwo hier wird das drin sein. Aber immer dort alles ausgebaut haben. Tretet näher und riskiert einen Blick in meine Spiegel. Soll ich das jetzt machen? Ich glaube mal, so gehen wir voran. Okay, es gab immer noch nichts. Gut zu wissen. Einmal können wir noch bauen. Das ist bloß die Frage. Wo setzen wir jetzt das Risiko hin? Unten oder oben? Eine Erzader. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Der Scout hat ein Erzvorkommen entdeckt. Wow, geil. Nur Erz. Ist zwar schön für die Zukunft, aber jetzt bringen wir das 0,0. Ein Erzvorkommen. Oh ja, leck mich. Reiche Erzvorkommen. Das gibt's doch nie. Ist das schlimmer als dieses Risikospiel. Ein Salzvorkommen. Ja. Der Scout hat ein Marmorvorkommen entdeckt. Endlich mal was ordentliches, so. Was fehlt nun? Salz. Und dann können wir Salz abbauen. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Oh. Jo, das war mal ein Inferno. Wir müssen die, glaube ich, langsam mal weiterentwickeln lassen. Aber dann brauchen sie natürlich viel, viel mehr Sachen. Wir müssen noch mal hier alles abladen noch. Ja, Captain. Abladen und abladen. Ja. So.
Und dann fehlt uns nur noch erstmal die Saline. Also setzen wir in die Saline. So. Und die Saline kostet wie viel? 5,5, das geht doch. Damit lässt sich das doch leben. So. Und holt ab. Sehr nice, Leute. So läuft das doch. Das heißt, als nächstes werden jetzt alle gottverdammten Häuser mal weiterentwickelt langsam. So. Zwei. Da, was war das denn? Gegen die Pestilenz des Leibes. So, zweite Reihe ist fertig. Salz bauen wir ab. Salz wird hergestellt. Wurde sogar gerade eingelagert, so wie ich gesehen habe. Eine Tonne. Naja, nicht viel. Aber es ist etwas. Und damit würde ich sagen, Leute, ihr dürft euch weiterentwickeln. In 3, 2, 1. Na, wo sind die ersten? Wie sie sich jetzt weiterentwickelt haben. Schön, freut mich. Das ist doch schön. Ah, wir können einen Werft bauen. Schule brauchen wir 50 Siedler. Okay, wir können einen Hanfabbau anbauen. Das bringt uns noch nicht viel. Eisen ist die nächste Sache, die wir sofort anregen wollen. Damit wir die Schmiede haben. Da wir ja so viel Eisen haben. Der Wissensstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Errichtet eine Schule. Ja, gerne. Aber dafür braucht... Ah, jetzt kommt das mit dem Stein schon. Okay. Ja, Steinbruch, das machen wir gerne. Steinbruch kann ja in jeder verdammten Ecke eingebaut werden. So, unser Steinbruch ist gebaut. Aber was würde ich denn jetzt eigentlich anfangen? Also wir könnten jetzt die Erzmine bauen. Den Schmied. Dann müssten wir eigentlich alles erstmal fast selber produzieren. Aber ich würde mal sagen, das ist immer im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.